Heute wird es richtig lecker, knusprig, goldenbraun und so richtig kross. Freut euch drauf. Schon wieder ist eine Woche vorbei und auch dieses Mal gibt es wieder etwas ultra leckeres. Es ist mega kross. Es sind Kartoffeln dabei und es ist so richtig knusprig und so. Man kann es deftig essen, man kann es süß essen und es schmeckt hervorragend. Also, was brauchen wir heute? Wir brauchen 2 Kartoffeln. Man wundert sich, die sind tatsächlich ein bisschen größer, die wiegen fast 1 Kilo zusammen. Also, es ist wirklich unglaublich. Wir brauchen 1 Ei, wir brauchen 2 Esslöffel Mehl, ein bisschen Salz und Pfeffer und das war es auch schon. Die Kartoffeln habe ich bereits geschält. Ihr müsst mir nicht zuschauen, wie ich eine Kartoffel schäle. Ich glaube, das kriegt ihr alle hin. Und von daher machen wir jetzt nur noch die wesentlichen Arbeiten. Wir nehmen eine Kartoffel, nehmen die grobe Seite der Reibe und reiben jetzt die Kartoffel einfach runter. Mein Gott, das sind aber auch große Kartoffeln. Wie wird das denn erst gleich? Weil die zweite, die reiben wir über die feine Seite. Wenn ihr ans Ende kommt, müsst ihr schön aufpassen, damit ihr euch nicht an der Raspel schneidet. Also schön vorsichtig sein. So, das war die erste, haben wir jetzt grob gerieben. Und jetzt nehmen wir die feine Seite und reiben die zweite Kartoffel über die feine Seite. Es gibt ja einige, die haben dafür auch irgend so was Elektrisches. Ich schrubbe mir hier gerade einen Wolf, das dauert ewig mit solchen riesen Kartoffeln. Aber ich habe sonst nichts zu tun. Oh, ich habe schon einen Krampf. Gleich habe ich es. Endspurt. Aber anhand meines jauligen Verhaltens seht ihr natürlich auch, ich bin zum Beispiel nicht für solche Sachen wie Triathlon geschaffen. Oder Iron Man oder sowas. Oh, stellt euch das mal vor. Da bist du gerade fertig, bist fix und fertig mit dem Laufen. Muss ins Wasser springen, kannst auch mal 20 Kilometer schwimmen. Und dann bist du da fertig. Und anstatt an eine Bar zu gehen und ein leckeres Pilz zu trinken, ziehst du dann die Fahrradhose an und kannst nochmal 184.000 Kilometer am Rad fahren. Kann man noch lieber Reibekuchen rein. Ist fast genauso anstrengend. Endspurt! Endspurt! Die Kartoffel geht dem Ende entgegen, jawohl! Das ist der Rest. Den reibe ich jetzt auch nicht mehr klein, weil sonst schneide ich mich noch, denn das ist bis jetzt gut gegangen. Also wenn ihr es über die Reibe zieht, den ganzen Kram vorsichtig sein, nicht, dass ihr euch schneidet. Jetzt den ganzen Kram abstreifen, so, dass ihr wirklich den ganzen guten Stoff dabei habt. Auch von der groben Seite nochmal alles schön in der Schüssel. Und jetzt bringen wir das erstmal in die Spüle. Und das war auch wirklich schon der schlimmste Teil, das Reiben der Kartoffeln. Wie gesagt, wenn ihr eine elektrische Reibe habt oder einen sogenannten Food-Prozessor, dann könnt ihr das natürlich auch damit machen. Wichtig ist dabei tatsächlich, finde ich immer, dass man es so macht, dass man die Hälfte der Kartoffeln über eine feine Reibe reibt und die andere Hälfte über eine grobe. Was brauchen wir jetzt noch? 1 Ei, komplett einfach hinein. Dann habe ich hier noch 2 Esslöffel Mehl drin. Da könnt ihr Mehl nehmen, was ihr zu Hause habt. Sollte nur kein Triebmittel drin sein, also kein Backpulver oder sowas. Das war schon. Dann gibt es noch eine gute Prise Salz. Und zum Schluss noch eine ganz kleine Prise Pfeffer. Und jetzt verrührt ihr das Ganze vorsichtig, dass das eine richtig schöne Masse wird. Das Mehl und das Ei ist einfach nur drin, um dem Teig so ein bisschen Bindung zu geben. Denn sonst haben wir nachher das Problem, dass die so ein bisschen auseinanderfallen, wenn wir das ohne machen würden. Und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen einfach 2 Esslöffel Mehl hinein und fertig. Und dann rührt ihr das Ganze einmal ein bisschen glatt, dass sich alles ein bisschen verteilt hat. Und das war's auch schon. Dann ist der Teig für unsere Reibekuchen fertig. Also wirklich super, super einfach. Wie gesagt, das Einzige, was vielleicht ein bisschen anstrengender ist, ist das Reiben der Kartoffeln. Dann kommen wir auch schon zum Braten. Beim Braten ist es halt einfach so, dass ihr jetzt aufpassen müsst. Ich würde euch immer empfehlen, ein bisschen höheres Gefäß zu nehmen, eine Pfanne mit einem relativ hohen Rand. Und jetzt backen wir das Ganze in relativ viel Öl aus. Das heißt, in diesem Fall, ihr könnt das gleich sehen, machen wir wirklich so viel Öl rein, dass der Boden bedeckt ist, damit sie auch richtig schön kross werden.
Aber es ist auch so, wenn wir sie nachher gebraten haben, dann packen wir sie erst auf ein Zewa, sodass das Fett ein bisschen abtropfen kann. Und tatsächlich ist es so, dass nicht viel von diesem Fett in die Kartoffelpuffer reingeht. Und mein Gott, man kann nicht alles light machen und man kann nicht alles ohne Fett machen und ohne Butter und so weiter. Macht euch da keinen Kopf, es schmeckt einfach hervorragend, wenn wir es gleich braten, aber das werdet ihr schon sehen. Jetzt warten wir einen ganz kleinen Moment, bis das Öl heiß ist. Ich mache so wie Oma. Hier schön Holzstäbchen reinhalten. Wenn es Blasen gibt am Holzstäbchen, ist das Öl heiß genug. Wenn nicht, dann nicht. Geduld ist eine Tugend. Oh, ich habe so überhaupt keine Geduld. Das ist echt die größte Herausforderung meines Lebens. Meine Regieassistentin sagt gerade, ich rede heute sehr viel Mist. Ja, das mag durchaus sein. Das macht aber nichts. So, es blubbert, es brodelt. Und jetzt fängt es gleich an zu zischen, denn jetzt geht es los. Der erste Kartoffelpuffer. Genau so muss ich das anhören. Schön vorsichtig reingeben, weil hier ist natürlich viel Flüssigkeit in der Masse. Immer so ein Esslöffel, je nachdem wie groß ihr sie haben wollt. Verteilt sie so ein bisschen. Die müssen auch nicht alle gleich groß sein. Wenn das Öl dann auf Temperatur ist, dann einfach den Herd ein bisschen oder die Herdplatte ein bisschen zurückdrehen, damit das Öl nicht zu heiß wird. Das ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt nicht anfassen, so lange, bis der Rand der Rösti, der Kartoffelpuffer, richtig schön kross ist. So, ihr könnt jetzt sehr schön sehen, also man braucht wirklich ein bisschen Geduld. Ja, ihr könnt jetzt sehr schön sehen, wie der Rand langsam schon richtig kross wird. Und jetzt machen wir Folgendes, wir wenden die ganz vorsichtig. Und jetzt schaut mal, wie das aussieht. Ist das genial? Oder ist das genial? Jetzt heißt es wieder warten, damit die zweite Seite natürlich auch schön kross wird. So, ihr seht schon, richtig schön kross sind sie geworden. Jetzt drehen wir sie nochmal um. Und ihr seht schon, es sieht mega aus. Und jetzt schön abtropfen lassen. Dann auf dem Küchenkrepp. Und am besten geht das tatsächlich mit so einer kleinen Küchenzange. Ich mache jetzt Folgendes, ich backe den Restteig aus. Wir sehen uns gleich wieder zum Anrichten und dann gibt es eine süße und eine deftige Variante. Sogar ein bisschen Fisch mit dabei, ein bisschen Lachs und ein bisschen Apfelmus. Ja, das mache ich jetzt fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. So, dann bin ich zurück. Das Ausbacken ist nun fertig. Und ich möchte als erstes, damit ihr mal eine Idee bekommt, wie kross das Ganze ist, nehme ich einfach mal einen aus der Mitte und beiß da einfach mal so rein. Ich komme auch mal dicht an die Kamera, dass ihr es sehen könnt. Und vor allem, dass ihr es hören könnt. Achtung, ich habe jetzt schon Wasserfälle im Mund. Könnt ihr das hören? Das ist mega. Ist echt super. So, den lege ich jetzt mal kurz beiseite. So, das ist halt ein Gericht oder ein Snack, den ihr auf zwei verschiedene Art und Weise essen könnt. Entweder süß, das habe ich euch hier mal vorbereitet. Das hier ist übrigens unser selbstgemachter Apfelmus. Der Link dafür, den gibt es hier oben. Verlinke ich euch das Rezept zu. Hatten wir auch schon. Das ist super einfach. Ihr braucht eine halbe Stunde Zeit, ein paar Äpfel und ein paar einfache Zutaten und macht das leckerste Apfelkompott, was ihr kennt. Hier haben wir das natürlich dann einfach mit dem hausgemachten Apfelkompott. Und hier haben wir unseren eigenen Zimtzucker, der auch nicht ganz normal ist. Wir nehmen dort immer 2 Esslöffel braunen Zucker, 5 Esslöffel weißen Zucker und 1 Teelöffel Zimt gemahlen. Und daraus gibt es dann Zimtzucker. Und dann zum Schluss macht ihr einfach nur ein bisschen Zimtzucker oben rüber. Je nachdem, wie ihr es gerne möchtet. Ein bisschen Apfelmus dazu und das schmeckt super lecker. Was wir jetzt machen, wir richten noch einen an. Man kann das Ganze ja auch noch deftig machen. Und dazu nehmen wir jetzt einfach mal einen heraus. Übrigens, wenn ich meine Finger nehme, ich esse das auch selber. Also macht euch keine Sorgen, es ist alles gut. Und dann nehmen wir jetzt mal einfach 2, einen großen und einen kleineren. Die legen wir hier rauf. Und dann haben wir hier Sour Cream, einfach mit ein bisschen Pfeffer, frisch gemahlenem Pfeffer und Salz. Wenn ihr keine Sour Cream habt, ihr könnt Creme Fraiche nehmen, ihr könnt einen Joghurt nehmen. Ist vollkommen egal, ein Frischkäse würde auch gehen. So, und da geben wir dann ein bisschen auf
die Kartoffelpuffer, jeweils in kleinen Klecks. Dazu dann noch so ein kleines Stückchen Lachs. So, muss ja auch gut aussehen. Und dann natürlich noch, was darf beim Lachs nicht fehlen? Der Dill. Der ist mir jetzt hier schon reingefallen. Und zack, fertig ist die deftige Variante. Probiert habe ich bereits. Die Dinger sind mega knusprig. Wir machen uns jetzt ein schönes Brunch, denn bei uns ist es gerade Mittagszeit. Und werden diese beiden Teller jetzt verhaften. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder zuschaut. Vergesst nicht zu abonnieren, Klingel drücken, Daumen nach oben und so weiter. Ihr wisst, wie es läuft. Und ja, dann freue ich mich auf viele Kommentare. Kommt, probiert es aus, kocht es nach. Und dann bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Mir schmeckt es super lecker. Euch wünsche ich viel Spaß und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann und tschüss bei tasty4you.de.